Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Projekt für mich, Need for Speed. Und ja, ich habe schon mal Let's Played und ich habe einfach mal Lust gehabt, schon mal zu machen. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Und lange Ladezeiten. Wilde Sache, Bro. Oh Mann, die Cops. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin's Buck. Ich seh dich doch, okay? Okay. Ja, dann hätten wir Spike. Aber schön noch kurz was gucken. Kann ich das so gucken? Kann ich das gucken? Ja, kann ich. Dachte, ich ping dich mal auf Bla an. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Die Erstaufnahme war ganz okay. Auf einmal hat die Szene hat eigentlich total gefehlt. Aber ja, gut. Jetzt geht's wieder und dann können wir auch endlich zum... Ja, zurück nach Travis, wo Spike uns das mal gesagt hat. EA. Ghost. Need for Speed. Mann, du bist echt da.
Siehst schick aus, Mann. Das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf. Das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was? Ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Komm mit, Mann. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo. Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja. Du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann. Er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht, es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. Okay, ich glaube, ich nehme mal den Subaru BRZ Premium in Baujahr 2014. Hat auch schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel, aber ich finde das Projekt reicht. Yo! Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt. Wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür, also... Wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das du weißt meinst, du. Dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, Mann. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist, was sie betrifft. Ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also... Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Okay, auf geht's. Mit unserem Subaru BRZ war das, glaube ich. Boah, hab Bock drauf. Das Spiel hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Müsste jetzt, glaube ich, bald fünf Jahre alt, das schon das Spiel, aber egal. Jungs, die anderen ganz cool. Los geht's. Na, auf geht's. So, hier haben wir noch keins. Ein Sprintrennen gegen Amy und Spike. Okay. Jetzt wollen wir uns das hier mal ein bisschen. Na gut, Handling ist noch ein bisschen. Wie es bedürfte, was war jetzt nicht so das beste Handling. Aber naja, was soll man machen? Wir werden Nitro. Schon. Knapp. So, jetzt können wir gleich mal ein bisschen. Stimmt, da kann man ja auch. Schon zwei der Teil. Auch in der Bremse dürfen kann. Und danke, Amy, für nix. Schon. Ich glaube, ich habe es wieder nicht wie letztes Mal. Nein. Okay. Und falsch. Okay. Ach Mist, egal. Das ist jetzt so schlimm. Das Handling muss man noch ein bisschen üben. Du überlebst dein zweites Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt.
Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. 3, 5, 4. Fam. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon. No. Hey, ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Oh. Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere. Ernsthaft, wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Okay, fürs Essen versucht man gerne erstmal was zu werden. Ich hoffe mal, dass ich diesmal hinbekomme. Mal schauen. Der Welsesse ist zahlt. Okay. Halt deine Kohle bereit, Spike. Okay. Genau, Spikey. Mmh. Ich hol mir einen von diesen tollen Burger. Falsch gedacht, ihr Trottel. Okay. Suchen wir mal zum ersten als erstes zu sein beim Diner. Oder wenigstens der letzte. So. Ja gut, das soll halt so eine Art auch Underground-Feeling sein, weil es spielt immer in der Nacht. Und ja gut. Ich denke schon ganz okay. Aber Story ist es nicht so das Beste. Da war ein Payback und geht schon ein bisschen besser als die Story hier. Aber nun gut. Seht ihr, diesmal fahre ich viel besser. Kommt sogar das Zweite sogar an, das heißt, ich muss nicht zahlen. Schon mal gut. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Sehr gut. Okay. Okay. Trauer, okay. Wie gesagt, ihr könnt es ja gerne lesen. Aber wir müssen jetzt zum... Da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Ja, es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei, kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. Bisschen Schraub. egal. Ich sag lieber nichts mehr. Oh. Ja. Eines kann ich hier. Genau. Ja. Sind auf dem Weg zu Amy. Garage und der Visa das hat online, das heißt irgendwo links hat immer ein paar Spiele aufgedroppt wie Lobby wechseln oder ja oder kommen. Muss mich erst ein bisschen wundern, dass Leute das noch spielen, weil es gibt ein bisschen bessere Lieferspiele, die ein bisschen größere Welt haben, zum Beispiel Payback zum Beispiel hat eine große Welt.
Aber na gut. Ich will es jetzt auch nicht schlecht reden oder so. Ist ja schon ein cooles Spiel, aber... Naja. Was soll man machen? Ist eine komische Route. Okay. Ich versuche diesmal ein bisschen besser zu sein als letztes Mal. Ja gut, das stimmt schon irgendwie. Deswegen war ich noch neu, Let's Play, und ja. Praktisch, der besser fahren möchte und am Ende irgendwo an den Pfosten knallt. Egal. Ja, wir können auch Ränge aufsteigen, so schalten wir Teile frei. Und ja, das ist schon ganz okay. Sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Okay, eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten tob dich ruhig aus. Oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hör dir den Sound an, Mann! Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Nakai-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treff vielleicht Spike. Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Okay, dann würde ich sagen, beende ich auch schon den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Part geht's dann weiter. Und ja, wir können hier 1, 2, 3, 4 Wagen. 1, 2, 3. Genau, 4 Wagen nochmal bekommen. Also 5 Wagen insgesamt. Ist eigentlich schon ganz cool. Aber nun gut, ich würde sagen, wie gesagt, ich beende hier mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Part geht's denn hier weiter und dann werden wir ein paar Rennen fahren. Mal gucken, wie es weiter so in der Story geht. Wie es zu mir ein bisschen, mal gucken. Ja, bin ich raus und könnt ihr gerne schreiben, wie es fandet, wie es findet, das Projekt. Und ja, wenn es euch natürlich gefallen hat und ja, wenn es natürlich auch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Bis nächstes Mal von Need for Speed. Bis nächstes Mal.